Dann kommen wir zu Ziffer Tagesordnungspunkt 6, Parksituation Alte Weingartnerstraße und Parkflächen am Turmbergbad, Antrag der CDU-Ortschaftsratfraktion vom 22.06.2021. Herr Griener, gehe ich davon aus. Es ist also weit beantwortet. Man hat auch feststellen können, dass sich die letzten 3 Wochen hat sich tatsächlich was getan, dass man mehrere Abschleppwegen diese unsägliche Situation entlang der ehemaligen Polizeikaserne hier mal bereinigt habe. Es wurde auch zugesagt seitens der Verwaltung, dass man das prüft, dass man hier ein Einfahrtsverbot macht im Bereich des Turmbergbades. Ich habe dann die Verwaltung aber noch einmal gebeten, darauf zu achten, dass es natürlich dann auch nicht sein sollte, dass dann diese LKWs, und es sind wirklich mehrere, letzte Woche waren es 5, dass die dann mehr oder weniger in die angrenzenden Wohngebiete verdrängt werden. Das, ich meine, das wäre natürlich ein Führersieg und das will natürlich niemand. Also auch da, wie man das regeln kann, ich weiß es nicht. Mein Vorschlag war auch im Ältestenrat, da es wohl Fahrzeuge sind eines Unternehmens, was man zumindest mal an den Kfz-Kennzeichen eruieren kann, wäre mein Vorschlag oder unser Vorschlag, vielleicht einfach mal mit diesen Firmen oder mit dieser Firma in diesem Falle da mal Kontakt aufzunehmen. Wenn es das ist, was ich vermute, haben die in Karlsruhe einen Betriebshof. Und es ist in meiner Auge ganz einfach die Bequemlichkeit der Mitarbeiter, die dann einfach freitags ihr Fahrzeug mitnehmen. Und das kann es natürlich nicht sein. Ja, vielen Dank. Vielleicht zur Information an alle. Im Ältestenrat haben wir uns darauf verständigt, dass wir zu dem Parkflächen an der Polizeikaserne, die ja schon immer und ewig hier immer wieder Thema waren, uns durchaus mal von der Verwaltung vorschlagen lassen, wie diese Fläche bewirtschaftet sein könnte. Weil wir eigentlich alle der Meinung waren, abstellen für solche Dinge ist vielleicht in Ordnung, aber das muss ja auch nicht ganz kostengünstig sein oder kostenlos sein. Und wie gesagt, da ist noch nichts beschlossen, aber wie so eine Bewirtschaftung aussehen könnte, da wollen wir Vorschläge aus der Verwaltung uns einholen, die wir dann hier im Gremium diskutieren und besprechen.